Nicht am Rumquatschen. Ich erzähle mal was. Ich bin gerade am Kacken und ich will über ein Thema reden. Und schon mal von vornherein als Warnung. Ich will nicht irgendwie Mitleid oder sonst was erregen. Ich bin der Letzte, der irgendwie Mitleid erregen will. Ich hasse es, wenn Leute irgendwie Mitleid mit mir haben. Und ja, also, oder denken, ich will Mitleid. Darum geht es mir nie. Also, spielt keine Rolle für mich. Aber ich nutze, glaube ich, ein bisschen YouTube als Ventil. Ich glaube, das ist irgendwo auch klar. Also nach ein paar Videos, die ich schon gemacht habe, irgendwo, wo ich dann halt auch emotionaler vielleicht über Sachen geredet habe. Viele kennen die Videos vielleicht auch nicht mehr. Ich habe die auch gelöscht. Aber ich wollte mal über ein Thema reden, was mich aktuell beschäftigt. Und es wird so ein Kacktalk, aber deep. Also ein deeper Kacktalk. Wenn ihr auf sowas keinen Bock habt, tschüss. Heute war ein scheiß Tag für mich eigentlich. Ich roll's mal von hinten auf. Und zwar, also ich bin nicht in einer Beziehung gewesen, sondern ich hatte halt eine Freundschaft plus am Laufen und sie ist mir sehr wichtig geworden. Wir waren zusammen im Urlaub, also sie war immer wieder bei mir, ich bei ihr. Wir haben gemeinsam gearbeitet, also quasi Homeoffice gemacht und haben einfach sehr viel miteinander gemacht. Und für mich hatte das schon das Gefühl von einer Beziehung. Sie hatte aber Bindungsängste und ja, deswegen habe ich auch da auch keinen Druck oder so gemacht, sondern für mich war das halt einfach wie eine Beziehung, kann man sagen. Und wir hatten dann, ja, warum auch immer halt, also so ein Talk, wo wir halt über unsere Gefühle und so geredet haben, was wir eigentlich nie gemacht haben. Also, ja, so Gefühle war halt nicht wirklich ein Thema bei uns. Was ich eigentlich für eine Freundschaft plus dann auch gehört, aber das ist das erste Mal, dass ich halt sowas hatte und egal, ich habe daraus gelernt und aber ich wollte trotzdem das mal mit euch teilen, die Erfahrung. Vielleicht kann jemand von euch auch was daraus lernen oder ihr könnt mich auslachen, ist auch okay. Genau, also und ich selber habe mir nie erlaubt zu lieben sozusagen, also weil ich will mich nicht angreifbar machen und ich auch ansonsten, ich will stabil im Kopf bleiben und wenn man sich verletzbar macht, das ist, oder verletzlich macht, dann begibt man sich halt in eine Opferposition. Das wollte ich halt nie. Deswegen habe ich mir das selber auch nie eingestanden, dass ich Gefühle für sie habe. Und aber irgendwo war es halt da. Und genau, wir haben dann halt so über das Thema geredet und bei ihr, also sie hat dann so sowas angedeutet wie, oder sie hat es halt so wortwörtlich gesagt, dass sie für mich nichts empfindet, also keine Liebe empfindet. Und sie sich auch nicht vorstellen kann, wenn es jetzt noch nicht kam, dass es irgendwann in Zukunft kommt. Und ja, das hat mich irgendwie schon verletzt, weil ich mir, also ich hätte so, voll komische Blickwinkel gerade, weil ich hätte sowas über sie zum Beispiel nie gesagt. Also ich hätte nie sowas über sie gesagt, dass ich mir nie vorstellen könnte, sowas mit ihr. Und das hatte mich dann halt verletzt und das hat dann auch ein, zwei Tage gebraucht, bis es halt irgendwie, also bis mir das so wirklich klar wurde, was das heißt. Das heißt, egal wie lange man das jetzt weiterführt, sowas. Klar, man hat vielleicht schöne Zeiten, Sex. Man hat jemanden um sich, das ist alles gut und schön, aber es ist nichts für die Zukunft. Und ich bin so jemand, ich glaube, ich bin für sowas einfach nicht der Typ. Das wäre erst spät aufgefallen, nach fast 2 Jahren, kann man sagen. Aber muss ich daraus lernen. Genau, dann waren wir halt bei ihr, haben so drüber geredet, also dass es halt für mich halt schwerfällt, weil ich Gefühle entwickelt habe und ja, haben wir beide viel geheult und so, lagen eigentlich die ganze Zeit nur im Bett. Und haben halt geheult und ja, dann hieß es Abschied nehmen. Wir haben nichts übereinander Negatives zu sagen. Also sie ist ein sehr guter Mensch. Also ich habe auch nichts Negatives über sie zu sagen. Ich finde es schade, aber auf der anderen Seite, ich schaue auch auf die Zeit zurück und ja, es bleibt halt was Positives. Wir haben viel schöne Sachen miteinander erlebt. Also ein bisschen fühle ich mich schon wie Loser, kann man sagen, weil ja, ich meine, im Prinzip bin ich so der Versager dabei. Also eigentlich gehe ich als Loser raus, kann man sagen, weil ich ja, bei diesem Spiel kann man sagen, mich verliebt habe und ja, ist halt dumm von mir gewesen. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe ja auch schöne Zeiten gehabt. Das hat was leicht Schizophrenes und das ist halt auch noch relativ frisch, aber ich wollte, warum mache ich das Video überhaupt? Ich glaube einfach, um auch zu zeigen, hey, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich bin zwar sehr oft sehr glücklich, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich zu glücklich bin im Leben. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt viel Scheiße gefressen habe. Ich glaube, das ist dann so ein Ausgleich vom Leben. Die sagen, hey, der hat zu viel Scheiße gefressen, gib dir mal ein bisschen
Happiness und so. Jetzt kommt halt wieder so ein bisschen Downphase, muss ich durch. Aber es wird schon, also. Ich habe zwar Sekt getrunken und ich habe gerade Dünnschiss. Ey, ich habe aus dem Arsch gepisst, Alter. Und es stinkt doch. Ist aber so ein unangenehmer Geruch. Egal. Ja. Alkohol ist an sich nichts Gutes, aber in so einer Situation, glaube ich, ist es schon so ein Hurensohn-Freund, der eben so ein bisschen so für einen da ist. Aber ja, ich passe schon auf mich auf und ich werde nicht zum Säufer oder so. Ist halt jetzt so eine frische, ja, Sache einfach. Da muss ich durch. Aber ansonsten, oh, der Wassertropfen regt mich auf. Der ist mir vorhin schon aufgefallen, der hängt die ganze Zeit einfach nur da. Und, egal. Ich lasse mich zurecht ablenken manchmal. Das ist mir auch heute beim, ja, egal. Also bei dem anderen, also nicht Bewerbungsgespräch, aber ich hatte halt so einen Talk heute und da habe ich mich auch die ganze Zeit von einem Gemälde ablenken lassen, was nicht bündig war. Das hat mich so genervt. Egal. Ich kacke jetzt weiter. Und ja. Ich wollte sagen, dass ich euch lieb habe, aber eigentlich habe ich euch nicht lieber, irgendwie seid kleine Wichsers.